Den sollten Sie sich merken. Max Schmidt. Senkrechtstarter, Überflieger, Seriensieger, alles. Auch beim Finale der Pro-Golf-Tour im Castanea Golfresort Adendorf. Jetzt in diesem Jahr habe ich nochmal einen Riesensprung gemacht in meinem Spiel und deswegen ist es damit zu erklären. Schon vor dem Finale in Niedersachsen hatte der 19-jährige Amateur vom Golfteam Germany bei den Profis 2 Saisonsiege gefeiert. In Adendorf ging er mit 4 Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde auf dem traumhaften Mastercourse in der Nähe von Lüneburg. Bestens betreut vom Bundestrainer, der ihm auch den Durchmarsch auf die European Tour zutraut. Wenn er mit dieser Qualität weiterspielt, dann macht er auch die Tourkarte, sage ich mal. Also, den nehme ich jetzt mal aus dem Fenster und sag das. Aber das Finale wurde nochmal richtig spannend. Viel Arbeit für Pro-Golf-Tour-Original Bernd Kraft am Leaderboard. Schließlich ging es auch um die Qualifikation für 5 Startplätze auf der Challenge-Tour. Jonas Kölbing war als 2. in die Finalrunde gegangen und kämpfte sich nach einem schlechten Start mit solchen Putts zurück an die Spitze. Ein Doppelbogey auf der 18 riss den Bayern aber aus allen Träumen. Andere waren besser in den Tag gestartet, wie Michael Ziemer und Sean Einhaus. Am besten macht es Max Kramer. Zur Halbzeit war der Mann von der Challenge-Tour bis auf 2 Schläge dran an Max Schmidt. Aber der zeigte auf den Back 9 nochmal seine Klasse. Schmidt spielte Birdie 16, Birdie 17 und verwies die Profis wieder mal auf die Plätze. Ich bin happy mit dem 2. Platz, ich gratuliere Max. Stark gespielt, also da kann man nichts sagen. Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg, einem Gesamtergebnis von 15 unter Par und 4 Schlägen Vorsprung ist Gewinner Castanea Resort Championship 2017. Amateur von Germany, Max Schmidt. Schmidt vor Kramer und dem Tschechen Stanislav Matus auf dem geteilten 2. Platz. So der Einlauf beim letzten Turnier einer langen Saison auf der Pro-Golf-Tour. Wir haben jetzt 21 Turniere hinter uns gebracht und die Bilanz ist eine sehr positive. Wir hatten 2 überragende Spieler mit Max Schmidt und Nikolai von Dellingshausen, jeweils mit 3 Turniersiegen. Sehr positives Medienecho, aber auch von unseren Partnern, also tolles Jahr. Zu den Aufsteigern auf die Challenge-Tour gehört auch Ben Parker, der Hamburger, der für England startet. Zur großen Freude von Schwester und Solheim-Cup-Spielerin Florentina Parker. Aber auch der Bruder hat große Ziele. Die Ziele sind schon, auf die European Tour zu kommen und auch da mitzuspielen. Sonst würde ich nicht hier stehen. Für Max Schmidt kann das jetzt sogar ganz schnell gehen. Denn die Qualifikation für die Challenge-Tour soll noch nicht sein letztes Wort gewesen sein. Natürlich gut wäre jetzt, wenn ich die 2. Stage der Q-School mache und dann auch noch direkt die 3. Stage, dann habe ich ja die European Tour Karte und dann mal sehen, vielleicht 1-2 Siege auf der European Tour, das wäre auch natürlich schön. Wie gesagt, den sollten Sie sich merken.